Herzlich willkommen bei Wagner, Ihrem Schlüssel zur Sicherheit. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Profilzylinder richtig messen. Hierzu sind zwei Maße notwendig. Diese beiden Maße messen Sie jeweils von der Zylindermitte bzw. der Befestigungsschraube Ihres Zylinders. Einmal das Außenmaß und einmal das Innenmaß des Zylinders. Achten Sie auch darauf, dass Sie den Beschlag Ihrer Tür sowohl innen als auch außen mitmessen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Maße einmal mit einem Zollstock und einmal mit der Wagner-Messlehre messen können.